Hallo, ich bin Tobias und wir sind hier auf der Teststrecke von Guttier in Wittlich, um mit einem Elektrofahrzeug im Rahmen meiner Bachelorarbeit Fahrversuche durchzuführen. In meiner Abschlussarbeit geht es um die Ermittlung von Fahrwiderständen mit Hilfe von Ausrollversuchen. Ich bin jetzt am Ende meines Studiums und habe auf Anhieb einen Job bei einem Automobilzulieferer in der Region gefunden. Zukünftige Fahrzeuge werden elektrisch angetrieben werden. Nur so können wir es schaffen, unsere individuelle Mobilität zu erhalten, ohne den Klimaschutz zu vernachlässigen. Das Besondere bei uns in Trier ist, dass Studierende aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten gemeinsam im Team Protron an einem Fahrzeugprojekt arbeiten. Aktuell bauen und entwickeln wir ein energieeffizientes Nahverkehrsfahrzeug, das alle Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. Markus, Erik und ich haben bereits im ersten Semester ein kleines Team gebildet und zusammen Fahrerassistenzsysteme für unser Fahrzeug untersucht. So waren wir von Anfang an in das Protron-Team integriert. Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie für energieeffiziente Fahrzeuge. Dafür nutzen wir anstatt Aluminium und Kohlefaser naturfaserverstärkte Kunststoffe. Die lassen sich ähnlich verarbeiten wie Kohlefaser, sind aber wesentlich ressourcenschonender und nachhaltiger. Das Studium der Elektromobilität ist sehr vielseitig. Außer zur Elektrotechnik gibt es eine starke Verbindung zum Maschinenbau. Aber auch Brennstoffzellen und Batterien werden als Spezialthemen behandelt. In unseren Laboren und in der Maschinenhalle haben wir die Möglichkeit, komplexe Elektroniken und mechanische Komponenten zu fertigen. Besonders stolz sind wir auf unseren Fahrsimulator, mit dem wir die Mensch-Maschine-Interaktion und zukünftig auch das Fahrverhalten unseres Fahrzeugs untersuchen können. Ich find's cool, dass ich hier im Studium moderne Technologie mit Klimaschutz und Fahrspaß kombinieren kann.